Hallo meine Freunde der gemütlichen Unterhaltung. Heute gibt's wieder eine Mod-Vorstellung. Meine erste dieses Jahr 2017 im Euro Truck Simulator 2. Und weiter geht's nach der Werbung. Nach dem Intro. Das fängt ja gut an. Nicht mal die Regengeräusche hören auf während dem Intro. Okay. So, ich habe heute einen Kamas 64, 54, 64, 65, klingt wie die Körperbeschreibung, mitgebracht. Für die Version 1.26 ist die aktuelle. Ich habe den schon mal gefahren, aber ich habe noch keine Mod-Vorstellung gemacht. Moment. So sieht das ganze gute Stück aus. Gemoddet. Getuned wollte ich sagen. Was ist heute los mit mir? Ja, das ist ein russischer LKW, ein älterer. Schauen wir mal. Hier, ich habe ein bisschen Licht dran gepackt, dass er ein bisschen schöner aussieht. Ja, man sieht russisches Nummernschild. Jetzt mache ich mal die Zündung an. Ich wollte eigentlich nur... na egal. So, jetzt haben wir noch mal volles Licht. Oh, Aufblendlicht. Okay. Hinten sieht man schöne Musterung wie eine alte Tapete. Oh, gucken wir uns das auch mal von innen an. Ja, hier haben wir relativ viel technischen Schnickschnack. Rückfahrkamera, wenn ihr, ob die funktioniert, ein Funkgerät, ein Radarwarner und sieht aus wie ein Navi hier vorne. Schauen wir mal, Blinker, das funktioniert. Okay, hinten vorne funktioniert, funktioniert auch, Rückwärtsgang. Okay, ja, kann losfahren, alles gut. Bremse funktioniert auch. Und auch Scheibenwischer. Das ist mir öfters mal bei dem Mod aufgefallen, dass die von außen nicht gehen, aber hier funktioniert das. Finde ich schon mal schön. Haben wir ein Glück, dass es gerade regnet. Und dann würde ich sagen, schau mal erst einmal, wo es diesen LKW zu kaufen gibt, wenn er den reinmacht. Weil die Kamas, ja, gibt es normalerweise nicht. LKW-Händler wollte ich. Und zwar gibt es den unter Volvo. Ich gehe jetzt nur mal im Online rein, mal kurz angucken. Ja, an erster Stelle Kamas für 52.289 Euro. Ich glaube für ab Level 25. Link ist in der Videobeschreibung. Diesmal nicht von Motorster, sondern eine andere Seite. Motorleistung 200, na gut, das kommt jetzt drauf an, wie man aufrüstet. Ich gehe jetzt mal Ausführungen ändern. So, hier ist Kabine, ist Standard. Dann kann man hier so einen Aufbau machen. Da kann man leider keinen Anhänger anhängen. Das ist einfach nur mal als Fun rumzufahren mit so einem Dings. Ja, gibt es hier verschiedene. Ich gehe jetzt nicht alle durch. Dann gibt es hier verschiedene Motoren. Ich glaube, für meinen habe ich jetzt 306 PS genommen. Ich wollte nicht übertreiben. Ich habe auch mal das 5-Gang-Getriebe genommen. Mal gucken, wie das geht. Hier kann man das Lenkrad ändern. Von der Farbe kann man sehr viel machen. Gibt sehr viel Auswahl. Ja, einfach nur grün oder mit Aufkleber. Aber ich frage mich gerade, wie ich das Ding hinten lang gemacht habe. Achso. Das kann man hier machen. Da kann man das so machen. Oder auch nicht. Gibt es viele Möglichkeiten, Räder ändern. Ich habe mir die großen genommen. Ja. Mit viel Profil. Kann man wirklich viel tunen. Auch innen kann man viel machen. Hier kann man zum Beispiel noch so eine Holzkiste machen oder irgendwas. Und dann noch viele, viele bunte Zigaretten. Gibt es viele Möglichkeiten. Eine Taschenlampe. Ja, das ist immer gut.
Das habe ich nicht in meinem LKW. Ist jetzt auch egal. Jetzt gehen wir wieder raus und fahren mal einen kleinen Auftrag. Damit wir auch mal das Fahrverhalten sehen und spüren. Frachtmarkt. Ich hoffe, ich finde jetzt auch gleich was. Und wieso stehe ich wieder in Verona? Ich habe den in Leipzig in die Garage gestellt, diesen LKW. Und stehe jetzt in Verona. Okay. Alter, nicht so lang. Hier haben wir eine kurze Strecke. Die machen wir jetzt gleich mal. So. Gehen wir mal in die Innenansicht. Und versuchen wir mal ein bisschen hier zu fahren. Ich schalte jetzt mal wieder meinen Rückspiegel ein, rechts. Und das, damit man auch wissen, wo man hinfahren muss. Mal gucken. Scheiben, ich habe jetzt nur 5 Gänge und keine 12 wie meistens. Köder, halt die Schnauze. Ich sehe nichts. Ich fahre es einfach mal. Uah. Ich hoffe mal, es kommt nichts. Übrigens habe ich hier noch die Map Pro Mod drin. Falls das jemand auffällt. Und dann noch irgendein Geräusch im Mod. Das gehört nicht zu dem LKW-Mod dazu. Das ist extra. Und es macht wieder irre Laune. So, ich glaube, ich habe ja nur 5 Gänge. So, hier mal rein. So. Und ich mag auch LKWs, die ein bisschen älter sind und nicht so neu. Armaturen hier, sieht cool aus. Achso, ich muss natürlich in den Ding rein. So, da fahren wir mal schnell den Auftrag. Ja, auch wenn das Video ein bisschen länger geht, aber das macht ja nichts. So, wo steht mein LKW? Ach, mein Anhänger. Ich verwechsel die Worte wie Sand am Meer. Ich weiß nicht warum. Kommen vorbei. Ja. Übrigens fahre ich hier mit Lenkrad, für die, die es nicht wissen. Ja. Deswegen fahre ich meistens nur in der Innenansicht. Ich glaube, ich stehe vor einem Problem. Ja? Schön, dass man es gleich mal sieht. Ich komme nicht unter diesen Anhänger, weil ich zu dicke Reifen habe. Zu große Reifen. Deswegen kann man das nicht verwenden. Das bedeutet, ich muss mal schnell in die Werkstatt fahren. Schön, dass man es gleich hier sieht. Jetzt fahre ich mal Kamikaze, ohne gucken und ohne auf Ampeln zu achten, ohne zu blinken und ändere mal schnell die Reifen. Ist ja gleich hier vorne, der Werkstatt. Zum Glück ist nicht viel los auf der Straße, sie hätte ich längst einen Unfall gebaut. Kopf, 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 Enter. So, dann machen wir mal schnell hier die Räder.
Oh, das sieht ja jetzt niedlich aus. So. Und jetzt müsste ich eigentlich. Eigentlich drunter kommen oder den Anhänger. Ich fahre wieder Kamikaze zurück. Ohne gucken. Oh oh, oh oh. Gut gegangen. Und ohne Licht. Oh, wenn mich jemand anhält. Das Gepunkte in Flensburg. Mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Hat auch nur einen Rückwärtsgang. Hoffentlich geht's. Hoffentlich, hoffentlich. Oh. Ja, jetzt funktioniert's. Wenn ich die richtige Taste drücke. Machen wir mal Licht an. Gucken wir mal, ob das auch hinhaut. Oh. Ich sollte den Vorwärtsgang einlegen. Ja, passt eigentlich ganz gut. Ja, passt schon. Er lenkt auch. Ja, macht er gut. Haut auch hin mit der Lenkung hier. Ja, schön übergreifen. Ich lenke jetzt genauso wie der. Okay, fahren wir mal los. Sonst kommen wir ja nie an. Und jetzt versuche ich mal wieder nach der Verkehrsordnung zu fahren. Herein, kommen Sie rein. Da kommen Sie rein, ist offen. Ja, ist mein komisches Handy. Das so einen komischen Ton. Ach, wieder rot. Ich glaube, heute erwische ich die Rotphase. Oh, das Video geht ja schon 12 Minuten. Oh. Und es könnte mal wieder aufhören mit Regnen. Das wäre auch schön. Ja, drei Scheibenwischer hat er. Und hier vorne da anzeigen. Ah, cool. Ja, ich drücke jetzt E für wechseln. Und da ist da extra das Ding, wenn der LKW das nicht hat. Cool. Ja, man muss einfach mal immer alle Knöpfe drücken. Auch wenn man nicht weiß, für was sie sind, einfach mal drücken. Sagen Speed Info, mal sehen, was es noch so gibt. Temperatur. Ach Manu. Sagt er, heute habe ich die Rotphase. Ja, kann man in Ruhe hier durchdrücken. Fuel Usage. Nach 138 Kilometer. Stimmt das? Könnte einen kleinen Tank haben. Allein hier Distanz 1800, 592 Liter. Oh, Turbo. Cool. Komm, werd grün, werd grün, werd grün. Ach, Leute, was ist heute los? Ah, jetzt. Da überholt mich der elende Bus und bremst ab. Wahrscheinlich ist gerade ein Igel über die Straße gelaufen. Und der Busfahrer ist igelfreundlich. Habe ich auch eine Hupe? Ja, eine kleine Hupe habe ich dran. Und der Bus hat, glaube ich, einen Getriebeschaden, wie das klingt.
So, jetzt sieht man schon mal die Brummer, das ist ja das ganze Straßennetz. Oh! Alter! Das habe ich voll unten auf meinen Navi geschaut. Aber, oh, es liegen hier Bäume auf der Straße. Da muss ich erstmal dran gewöhnen an 5 Gänge. Ja, ein bisschen aufblenden hier, wenn man was sieht. Ja, ihr merkt mal, dass ich nur, ich glaube, 206 PS oder 300 noch was PS gewählt habe. Ist nicht der schnellste, ne? Aber das ist ein bisschen. Oh. Was ist das für eine Kurve? Alter Schwede. Nein! Oh, Alter! Hier geht fast mein Anhänger flöten. Oh, das Schild habe ich niedergemäht. Ja, cool. Ein riesen Reisverkehr. Es macht eure Spaß hier. Sag's immer wieder gern. Und wenn man bedenkt, das Spiel, wann ist es rausgekommen? 2012 oder so? Es wird 5 Jahre alt. Und es wird immer noch gern gezockt. Ich hoffe mal, es kommt wirklich mal ein Euro Truck 3 raus. Mit vielen Neuerungen und so. Aber grafisch ist es eigentlich für das Alter top. Das macht richtig Spaß. Und es ist eng. Wenn ich dann mal auf einer geraden Strecke bin, dann zeige ich auch noch mal von außen diesen LKW. Aber bei den engen Kurven hier kann ich keine Experimente machen, sonst fahre ich irgendwie dagegen. Oh, oh, oh. Oh, ich komme fast mit zweiten Gang nicht raus. Lässt er mich raus? Sehr schön. Mal bedanken. So. Macht man ja so links, rechts, rechts, links irgendwie. So, kann man mal von außen ein bisschen begutachten. Und man sieht gleich, dass ich gedruckt habe. Ja, man kann wirklich nicht gerade fahren. Besser gesagt, Kurven fahren in der Ansicht. Alles sieht auch nice aus. Jetzt mal wieder Konzentration. Achso, ich sprach ja gar nicht rüber. Ich fahre jetzt 70. Weiß nicht, wie viel er ja schafft. Kann mal schauen, wie viel ich geladen habe. 20 Tonnen, ja gut, das ist schon eine Menge. Das ist ein ordentliches Gewicht. Mein Kontostand, warum ist das so hoch? Das ist nicht gecheatet, glaube ich. Nein? Das einzige, was ich mir mal gecheatet habe, war, mir ist am Anfang der Spielstand mal abgekackt. Da war ich Level 5 oder Level 7, hatte eine Million. Und der Spielstand war weg. Das habe ich mir zurückgecheatet, das gebe ich zu.
Und das andere Geld, das ist nur durch den Bug. Ich merke, hier gibt es kein Rütteln auf dem Seitenstreifen. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Straße liegt. Oder am LKW. Ja, normalerweise kriegt man hier so ein kleines Rütteln im Lenkrad. Wir sehen, wenn sich mal die Straßenart ändert. Alter, schwer nur überholt. Selbst wenn du hier einen LKW hast mit 580 PS, da bist du auf der linken Spur, Dauer blinken links und überholst die LKWs. Und jetzt, Aber ich hol auf. Ich hol auf. Ich werde dich kriegen, du Sau. Oder auch nicht. 87 Höchstgeschwindigkeit oder was? Ich weiß gar nicht, ob ich hier einen Geschwindigkeitsbegrenzung aktiviert habe. Das könnte auch sein, dass er deswegen nicht schneller fährt. Weil hier ja nur 80 ist. Aber eigentlich habe ich das ausgeschalten. So, die 82 Kilometer schaffen wir auch noch. Kein Thema. Ist das Video halt ein bisschen länger. Mich interessiert da immer gern, ob jemand überhaupt bisher hierher schaut. Dann macht er mal wieder ein kleines Spielchen. Muss ich nicht. Ich muss hier. Ah, wir kommen nach Modena. Und jetzt kommt wieder mein Spiel. Wenn ihr das bisher geschaut habt, das Video, dann schreibt in die Kommentare Hashtag Modena. Bin ja gespannt. Und mein Auftrag ist gleich fertig. Modena Nord. Aber dahin muss ich gar nicht. Modena, irgendwie so. Und ich düse mit 60 km/h. Ja, schau auf. Sonst verkraule ich noch den einzigsten Zuschauer vielleicht, der hier anguckt. Aufblätten hier, seh nix. Mal ein bisschen im LKW herumzugucken im Dunkeln. Ja, alles dunkel. Ich dachte eigentlich, ich habe auf einem Bild von dieser Mod-Beschreibung hier eine Beifahrerin gesehen, aber die konnte ich nicht auswählen. Ich muss alleine fahren. Es wird wirklich mein LKW abkacken auf diesem kleinen Berg. Hör mal auf zu blinken. Ich weiß gar nicht, was das alles für Anzeigen unten noch sind. Das hat das Lenkrad davor. Also Tacho ist klar, Drehzahlmesser ist klar, aber der Rest von den Anzeigen. Das eine sieht aus wie eine Temperatur, ja, oben Temperatur, links ist die Tankanzeige. Ja, ich meine, jetzt das dritte Feld von links, wenn ihr wisst, ist so eine Maus. Ne. Ja, und rechts wird wahrscheinlich Temperatur sein und unten ist auch noch etwas. Und ich muss mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Geradeaus. Und dort vorne geht's runter und dann bin ich auch schon fast zu Hause. Ach, zu Hause. Am Ort. Am Ort der Abgabe. Oh ja, hier wird ein bisschen eng gewesen. Ich muss hier nach rechts. Oh, ich hab's geschafft ohne Anzeigen. Komm schon, Junge!
Ich will dich unterscheiden. Erster Aufenthalt im Bulugula. Bulugula. So, natürlich wieder Maut. Gerade so lange ein. Ich muss ganz schön auf meine Bremse latschen. Die hat einen ganz schönen Widerstand. Da hebt es mich immer aus meinem Sessel raus. Ah ja, wir gucken dann nochmal die Rückwärtskamera. Ob die funktioniert. Ist halt ein bisschen klein. Weiß ich, ob irgendwas jetzt kommt, ein Hauptstraßenschild, das sieht man auch nicht. Ah, geradeaus. Da kommt was. Ich hätte gern so was für, wenn man den Kopf bewegt, dass sich die Kamera dreht. Schön wie IR-Tracking oder Tracking-IR. Aber das kostet ganz schön. Am Schlips kann man sich auch selber basteln. Was die Kamera hier hinten oder? Normalerweise, wenn ich jetzt hier vorfahre, ne, müsste ich hier in meiner Rückfahrkamera das weiße Ding sehen. Nein, schaut mal. Da blinkt es vor mir. Also es ist nur, es ist keine Rückfahrkamera, das ist einfach eine, wie nennt sich das? Eine Dashcam. Ja, eine Dashcam. Das ist ja typisch für Russland, da hat fast jedes Auto so eine Dashcam drinne. Gut, da würde ich sagen, beende ich hier diese Folge. Zirp, zirp, zirp. Mach danach ein Foto für mein Thumbnail. Und sage vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis demnächst. Tschüss.